Einen wunderschönen guten Morgen, sagt der Camper Tobi, wieder einmal von der ABF 2020 in Hannover. Ja, es ist Sonntag, es ist der letzte Tag und ihr kennt mich ja, ich mache ja gerne auch mal was anderes als Sachen rund ums Camping vorzustellen, Reisemobile, Unterhaltung, Entertainment, Camp Roadshow, was hatten wir nicht alle schon diese Woche. Vielen Dank für eure rege Teilnahme, für die vielen, vielen Klicks. Jetzt sind die 6 Millionen überwunden, also meine tiefe Verbeugung. Und ich erfülle mir heute auch einen Wunsch und ich glaube, viele Camper können da teilhaben. Ihr hört es vielleicht an den Hintergrundgeräuschen. Ich bin nicht in einer üblichen Camperhalle. Ich filme immer noch das ABF-Schild da oben an der Decke. Hier ist auch im mehr oder weniger Rahmenprogramm eine Halle für alle Tierliebhaber. Und da kommt der Camper Tobi nicht vorbei. Und gleich am ersten Stand ist mein Herz stehen geblieben, weil hier gibt es einen kleinen Malteser und eine wunderbare Doggy, die Socke, oder? Socke ist der Name. Kommst du mal her zu uns, Socke? Du bist so filmogen. Was für ein lebenswürdiger Typ. Ich muss jetzt erst gucken, was es ist, weil Socke ist ja noch nicht eindeutig definiert. Und ein ganz lieben Besitzer. Grüß dich. Servus. Hallo. Socke, willst du noch was sagen? Ach Gott, bist du geil. Wie alt ist denn Socke? Socke ist 4. Du bist 4 Jahre und die läuft hier ohne Leine und ist so entspannt mit allen, obwohl hier wirklich was abgeht. Ja, der ist seit 3 Monaten ist auf jeder Messe mit, der kennt das. Ja, das ist Messegeschäft ist für ihn völlig normal. Und du sitzt hier wunderbar am Eingang und du machst aber was Besonderes. Wir haben uns gleich gefunden. Erstens gibt es hier noch einen Malteser, der aussieht wie mein vor kurzem verstorbener Fridolin. Und die beiden in Kombination, ich musste bei dir stehen bleiben. Und das ergibt sich. Du machst was ganz was Feines, darf ich dich vorstellen? Wer bist du? Ich heiße Gunnar, ja? Ich komme aus Bielefeld. Okay. Und ich mache Airbrush hier mit den Kindern. Ach, das ist ja toll. Das heißt, die Messe hat mich angefordert, ja? Wenn die Kinder das erste Mal ihren Namen schreiben wollen, dann schreibe ich mit den Kindern den Namen. Ja. Und ich kann das ja mal gerade ausprobieren. Ja, mach mal was. Ich schreibe mal gerade mein Instagram-Profil, dann kannst du dir das mal anschauen. Perfekt, dann könnt ihr nämlich da alle mal zuschauen, was der Gunnar hier macht. Und das finde ich schon mal toll, dass sich jemand auch um die Kinder hier kümmert. Und findet auch regen Anklang. Also was hier schon los ist am Sonntagmorgen, das ist wirklich cool. Gunnar unterstrich er Rush wird das. Sehr cool. Unterstrich und dann Designer. Das Ganze lege ich dann natürlich unten nochmal ins Profil in den Videokommentaren. In der Videobeschreibung könnt ihr das Ganze natürlich nochmal im Direktklickverfahren dann per Instagram liken, machen, Herzchen geben. Besucht den Gunnar mal. Toll, dass sich da jemand engagiert. Du hast coole Hunde hier am Stand. Ja, ich mache das eigentlich umsonst für die Kiddies, weil ich finde, Kinder sind zu wenig kreativ. Sie machen zu viel mit dem Handy und mit Playstation. Und ich will nicht, dass die Kinder denken, die Möhren wachsen im Supermarkt. Ja. Ich finde, die Kinder, die dürfen dann ihren Namen schreiben. Und dann gebe ich denen die Blätter mit. Ja. Zu Hause können sie die Blätter fertig machen, können draufmalen, was immer sie wollen. Hauptsache, sie sind ein bisschen kreativ und machen mal was anderes, wie nur stumpf zu Hause vom Fernseher sitzen. Sehr gut. Oder vom Monitor. Und ich habe da wirklich schon echt Naturtalente entdeckt. Ja. Kleine Mädchen, die mit 10, 12 Jahren schon Farben mischen konnten. Ja. Also nicht nur, wie mische ich grün, sondern wie mische ich rehbraun. Ja, ja. Drittel orange, Drittel rot, Drittel schwarz. Das ist also schon fortgeschritten. Ja. Und da war ich sehr, sehr, sehr überrascht. Und das finde ich dann toll, wenn ich da Mädchen bei finde oder Jungs, die da richtig Spaß dran haben. Ja. Und ich habe auch mit vielen Kindern halt über meine Homepage habe ich Kontakte, die mir ihre Bilder dann zuschicken. Die Schulklassen, die kommen und die Kindergärten. Ja. Und dann kommentiere ich die Bilder auch. Und wenn sie dann älter werden und sie machen das erste Mal ein Bild mit Sonnenuntergang, mit Wolken, mit einer Welle am Strand, was auch nicht ganz einfach ist, dann finde ich das ganz toll, wenn sie mich dann fragen und ich dann eben Tipps dazu geben kann. Ne? Sehr cool. Mach ich gerne. Respekt an deine Arbeit oder für deine Arbeit. Dankeschön. Für das, dass sich jemand engagiert. Ich finde sowas immer toll und fördernswert.
gibt uns Campern, ich bin ja in der Hauptsache hier für die Camper unterwegs, um die Neuigkeiten zu zeigen. Und ich bereue jetzt nicht, dass ich gleich mal eine Herzensangelegenheit gemacht habe für mich heute, die Tiere zu sehen und dich gefunden zu haben. Man sieht es auch den Umgang mit deinem coolen Hund, den du hier hast. Ja. Und jetzt suche ich mir nochmal den kleinen Terrorkeks. Ja, ich hole den mal. Bleib du hier. Komm, bleib sitzen. Du hast es ein bisschen am Bein, muss nicht sein. Ich werde den finden, der hockt da hinten bei seinem Frauchen. Ja, ja, der ist da vorne. Okay. Aber vielen Dank für deinen Beitrag. Bleib so, wie du bist und mach den Kindern viel Freude. Ja, es werden, gestern waren bestimmt 20 Kinder hier. Heute werden auch Kinder kommen und dann male ich mit denen wieder. Da freue ich mich schon drauf. Coole Geschichte. Okay. Schau dir das Video an. Ich bin mir sicher, einige besuchen dieses, diesen schönen Instagram-Account. Danke vielen Dank. Dir. Ich tue mal weiter. Darf ich meine Tasche nur kurz bei dir alles lassen? Stehen lassen. Alles klar. Ich komme in 10 Minuten wieder. Ich zeige den Herrschaften noch ein bisschen hier. Hunde und Katzen. Und hier gibt es Papageien. Unser Kleiner. Ach, wie geil. Mein da habe ich schon wieder Pippi in den Augen hier. Mein kleines Sensibelchen. Ne? Ja, sind sie. Diese Docken, die sind schon ganz was Besonderes. Gell? Er ist ein guter Aufpasser. Ja. Also es ist sein Garten, seine Familie, sein Auto. Aber er ist halt eben auch gegenüber anderen Hunden völlig tiefenentspannt. Ja. Und ja, man merkt es. Er ist gar nicht stressig und das, ich habe ihn gerne mit. Ich bin ja aus Bayern, wie man unschwer hören kann. Ja. Und bei uns sagt man halt hauptsächlich wieder her, so's g'scher. Ja. Und das passt also, immer zusammen bei den Hundebesitzern. Ich könnte jetzt keinen Border Collie oder so gebrauchen, weil die zu viel Energie haben, viel Abwechslung brauchen und Aufgaben. Er chillt und ich brauche meine Ruhe, wenn ich male. Und dann passt das ganz gut. Hier so Bilder, die ich da gemacht habe. Da gehen wir nochmal drüber, abfallen. Ja klar. Ich kann mich nur nicht trennen von euch beiden hier. Siehst du mal. Ach, das kann ich mir vorstellen, dass du das bist da oben. Nein, das bin ich nicht. Hast du einen Bruder? Nein, das ist ein Kollege, den ich mal gemalt habe. Könnte aber so fast ein bisschen hingehen auf den ersten Blick, ohne Brille. Ja, das war ein Kundenfoto. Zum Beispiel der Appaloosa. Ja. Der ist gestorben und die Kundin wollte, dass der Appaloosa aus dem Himmel halt eben auf seine Herde guckt. Ja. Da habe ich das Bild dann dargestellt. Sehr schön. Schön, dich kennengelernt zu haben. Wir sehen uns gleich wieder. Ich tue mal los und zeige euch, lieben Campern, da draußen noch ein bisschen was hier aus der tollen Tierhalle. Das sind schöne, interessante Sachen. Ja, ich glaub's. Ich könnte mich hier schon den ganzen Tag aufhalten. Alles klar. Bis nachher. Vielen Dank. Bis nachher. Ich suche mir diesen süßen Malteser. Mach weiter so. Danke, ciao. Tschüss. So, und wir sind nochmal auf der Suche nach diesem süßen kleinen Malteser. Wo habt ihr den Terrorkeks versteckt? Da. Darf ich ihn einmal mit der Kamera kurz einfangen? Wir bringen diese Sendung heute Abend zum Abschluss der Messe. Okay. Ich mache hier viele, viele YouTube-Videos und ich hatte einen Fridolin. Der ist letztes, das passt genau, letztes Jahr mit 14 gestorben und ich heule immer noch. Und der ist genau so gewesen. Vorher in Yorkshire, da war 17. Da ist er drin, guckt mal. Ach, wie süß ist der denn. Und ich Riese mit meinen 2 Meter und dem kleinen Hund, das hat auch schon die passen Aufsehen. Aber auf, das toll. Ist egal. Ganz tolle die, Tiere. Dass sie nicht getreten werden. Und früher habe ich mir immer gedacht, die Leute haben immer gesagt, Fußlupe und hin und her. Ich finde das total doof, jeder findet sein Tier, das aussehentlich so. Zu ihm passt. Genau. Und er frisst und macht und tut. Mehr Augen hat er nicht für die Kamera, recht hat er. Hallo, einmal kurz gucken. Ach, wie süß ist das denn. Vielen Dank. Ich tue mal weiter und zeige den Leuten noch ein bisschen was. Ja. Wolltest du den Kindern malen? Ein Kind ist gekommen. Dann gucken wir doch noch mal ganz kurz hin. Vielen Dank. Super. Alles gut. Also, jetzt habe ich gerade den Hinweis bekommen, dass Gunnar schon das erste Kind da hat. Wenn die Eltern einverstanden sind, dann ist es gut. Da frage ich immer, weil ich bin sehr diskret, wenn jemand ins Bild kommt. Du fasst die Pistole mit Mittelfinger und Daumen an. Und hiermit musst du arbeiten. Damit drückst du drauf. Wenn du drauf drückst, kommt Luft. Wenn du drauf drückst und ziehst nach hinten, kommt Farbe. Und je langsamer du ziehst, je feiner ist die Farbe. Ziehst du zu doll nach hinten, kleckerst du. Okay, wollt's mal ausprobieren? Und wegen mir musst du nicht nervös sein, weil ich filme dich nicht direkt an. Das mache ich nicht. Drück mal drauf. Probier's nur mal aus. Ja? So, pass auf, dann helfe ich dir gerade mal so die ersten 2 Runden. Wie heißt du? Savannah mit V. Okay, Vogel V. Drück mal drauf. Hast du gesehen? Ganz vorsichtig, nicht so doll. Cool. Ups. Noch ein N. Ja, das ist schon eine Kunst. So? Gar nicht so einfach. Gar nicht so einfach. Jetzt mache ich dir da eine Umrandung drum und dann darfst du das mit nach Hause nehmen und dann kannst du das zu Hause fertig malen. Einverstanden? Okay. Und wir ziehen weiter. Vielen Dank für den kurzen Einblick. Danke dir. Viel Spaß auf der Messe. Gerne. Tschüss, bis gleich. So, und wir gehen nochmal durch die Halle und schauen uns ein bisschen die süßen Tiere an. Also hier seht ihr, das ist toll, der Umgang der
Hunde und Tiere untereinander hier und alle wollen nur spielen. Socke! Socke! Und er weiß, wie groß er ist. Also, wir laufen mal weiter. Ihr seht, hier gibt es alles für das Tierherz. Und ich bin vorhin schon mal durchgestreunert hier und habe wirklich gesehen, wie liebevoll alle umgehen mit ihren Tieren. Entschuldigung, das ist nicht der Coronavirus. Garantiert nicht, nur der trockene Hals. Und hier wird ein bisschen Agility gemacht. Da ist gerade Pause. Es ist auch noch früh am Morgen, aber die Halle füllt sich zusehends. Und dann gehen wir mal weiter. Da vorne gibt es jede Menge Katzen. Und was es noch gibt, ist hier auch was mit Kampffischen. Wusste ich auch nicht, habe ich neulich gesehen. Im Fernsehen war ein Beitrag, das ist, glaube ich, irgendwo in Asien ein Sport. Da werden die Tiere auch nicht verletzt. Aber die drücken sich dann in so ein Gefäß nach unten. Aber ich habe gehört, das ist dann erst später die Vorführung. Von dem her werden wir hier nicht groß eingreifen können. Hier sieht man die süßesten Katzen. Also rundum sämtliche Rassen und Gattungen schon heiß umlagert. Guck bloß mal, ob wir irgendwo einen Blick erhaschen können. Man merkt auch, wie entspannt die Tiere sind. Liegen hier wirklich komplett entspannt drin. Manche passen auf, manche gucken zu und schlafen. Also denen geht es wirklich gut. Für die, die jetzt meinen, hier den Tierschutz alarmieren zu müssen, da gibt es überhaupt keinen Grund. Das ist alles total safe. Die würden sich nicht so verhalten, wenn das anders wäre. Also total süß. Dann habe ich noch entdeckt, kurzer Überblick, laufen wir mal weiter. Dann habe ich noch entdeckt, jede Menge süße Hunde. Und was ist beliebter als Tiervideos? Im Internet nichts. Also laut Statistik guckt, glaube ich, jeder zweite internetaffine YouTube-Gucker laufend Videos mit vor allem kleinen Tieren. Also Welpen, Katzenvideos. Gibt es ja auch sehr, sehr lustige Geschichten. Happy Dog. Ich muss euch jetzt auf dem Weg hier durchmoderieren, weil ich möchte keinen Cut machen, ihr kennt es. Und will euch nur noch zeigen, ich glaube, das war da vorne rechts. Da gibt es dann die Prämierung. Da wird nach Rassen abgestimmt. Hier haben wir wieder einen kleinen Malteser. Ihr seht es hier. Da ist natürlich super, wenn man auf Bodenaufnahmen spezialisiert ist, dass man hier auch die Hunde immer schön einfangen kann. Guck mal. Da gibt es, glaube ich, sogar eine Flugshow mit Papageien. Aber die Zeit habe ich leider nicht. Ihr hört, er will fliegen, dass ich hier warte. Wir gehen jetzt einfach nochmal hier zu einer der Prämierungen. Und hier gibt es die verschiedenen Ringe. Und da sind die Wertungsrichter. Und dann gibt es jede Menge Pokale. Und da wird natürlich dann nach den verschiedenen Rassekriterien prämiert. Da warten die stolzen Besitzer und Besitzerinnen. Aber sämtliche Gattungen hier, das sieht man wieder mal ein. In der Prämierung da drüben sind ein paar ganz witzige. Ich finde es ja alle cool. Egal, ich bin ja so ein absoluter Tierfan. Also ich, wenn ich Leute kennenlerne, die ein Tier haben, dann wird immer zuerst der Hund gestreichelt. Guck mal, der, wie süß er ist. Ja. Und dann gehen wir dann mal durch. Weil die sind alle so dermaßen entspannt. Ich habe sie vorhin gerade beim Spielen beobachtet. Sind die nicht hübsch? Hallihallo, film nicht euch, film nur die Hunde. Ganz süß. Wie alt ist er? Wir machen für die Messe ein paar schöne Beiträge hier. Kommen wir morgen in YouTube. 11 Monate. Ganz entspannt alle hier, gell? Wir sind aufgedreht, das ist eine erste. Ja, aber untereinander sind die alle so nett im Umgang. Bin voll mal rumgelaufen. Weil du hast ja immer wieder den einen oder anderen dabei, er meint, das ist hier zu viel Action für Tiere. Aber ihr passt alle so schön auf. Und hab gesagt, das ist wirklich, man merkt hier, ist es lauter Tierliebhaber. Wo findet man das? Auf YouTube, auf Camper Tobi. Eigentlich bin ich für die Camper zuständig, habe aber jetzt knapp über 6 Millionen Klicks drauf. Also da geht was. Okay. Könnt ihr dann morgen Abend zum Messeschluss gucken. Die Sendung, ach heute Abend, die Sendung läuft dann ab 18 Uhr zum Messeende. Ach guck mal, die beiden knutschen gerade. Wie alt ist er oder sie? Er ist sieben. Er ist sieben? Ja. Ach Gott, sind die goldig. Ich habe leider keinen mehr. Meiner ist vor kurzem gestorben und deswegen muss ich hier ein bisschen Hunde einatmen. Ganz cool. Und ihr tretet jetzt in einer bestimmten Kategorie an oder genau, wie läuft das? Nach Altersklassen. Ach, Altersklassen. Die Bewertung geht nach Altersklassen. Okay. Das ist ja schon spannend. Die erste Show jetzt für die beiden? Für ihn ja. Ja? Ja, schon drei. Er ist schon alter Hase, in Anführungszeichen. Ja, alter, ja. In Anführungszeichen. Ach, guckst du mir an. Hey. Hallo. Spannend, gell? Du auch nochmal? So,
Vielen Dank, viel Spaß. Super cool. Danke. Ciao, ciao. So, und jetzt gucken wir mal weiter. Was gibt es hier noch zu sehen? Also es geht überwiegend um Kleintiere, auch wenn am Anfang gleich die Dogge im Bild war. Aber wir gehen da nochmal hinter, dass ihr seht, was hier los ist. Alles ist hier unterwegs. Und ich habe hier gesehen, wir spielen die nächsten. Total süß. Also, Pokale gibt es hier jede Menge zu verleihen. Hier ist die Pokalecke. Hier haben wir die Luxury Lovely Bullies American Micro und Exotic Bullies Austria. Also das ist anscheinend schon international hier richtig renommiert, wenn man sich das mal anschaut. Die International Dog Association liefert hier jede Menge Pokale an die stolzen Besitzer. Also da wird einiges prämiert. Es ist mein erstes Mal hier auf so einer Ausstellung. Ich finde das total spannend. Und ja, jetzt gehe ich wieder zurück in mein Eldorado. Genug Tierluft, bevor ich noch einen mitnehme hier. Wünsche ich euch eine gute Zeit. Wir sehen uns das nächste Mal auf der Free, vielleicht zwischendurch mal auf dem Stellplatz. Ich melde mich. Der Camper Tobi sagt nochmal tausend Dank für diese tollen Quoten, für das Interesse. Und bin halt ein wunderschönen guten Morgen, liebe Katzenaussteller. Heute ist Tag der Heimtierwelt. Bisschen lauter als ich. Schluss mit lustig. Jetzt geht's wieder an die Arbeit. Und schau mit der Hallendecke in der Halle 17 auf der ABF 2020 in Hannover.